Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Sei willkommen im neuen Video. Ich freue mich, dass ich wieder ein Video für euch machen darf. Die Woche ist ja auch ultra schnell umgegangen, also kaum zu glauben. Buff, schon ist schon wieder Sonntag. Gestern bin ich leider nicht zum Filmen gekommen, weil ich musste mich um tausend andere Sachen kümmern. Neuer Sound, bei mir ist der Sound kaputt gegangen und. Ich hoffe, du hast das Video von letzter Woche schon gesehen. Da haben wir den Bauer ja ziemlich arm gemacht. Wir haben ja so ein Mittelding zwischen armen Ritter und Bauernfrühstück gemacht. Dieses Mal muss der Bauer wieder herhalten, aber dieses Mal halt ein bisschen anders, weil wir benutzen dieses Mal eine Süßkartoffel anstelle der anderen Kartoffel und machen daraus ein Bauernfrühstück. Lass dich überraschen, ich zeig dir, wie wir es machen. Wir machen für obendrauf oder dazu uns eine kleine Salsa. Die machen wir aus einer Avocado, Tomate, ein bisschen Limettensaft und einer ganz fein geschnittenen Zwiebel. Das zeige ich euch gleich mal, wie wir das machen. Und los geht's. Ich habe jetzt hier schon mal meine halbe Zwiebel gepellt. Die werde ich jetzt super fein schneiden, weil wir wollen ja nicht so dicke Lappen da drin haben. Und ich habe hier schon einmal eine Chili. Davon will ich aber nur so viel verwenden. Die habe ich jetzt schon einmal hier in der Mitte aufgeschnitten. Wer es nicht ganz so scharf haben will, der nimmt hier noch die Kerne raus. Ich nehme die mit und dann werde ich wahrscheinlich so viel davon benutzen. Ich schneide das mal eben klein und dann könnt ihr gleich sehen, wie fein das werden muss. So, die Chili muss natürlich richtig fein runtergeschnitten werden. Wir wollen ja jetzt keine dicken Chili-Lappen da irgendwo im Mund liegen haben. Das ist nur ekelhaft. Und das will keiner. So, ich glaube, das reicht auch. Den Rest gebrauche ich nachher. Die lege ich mal zur Seite. So, das ist mir aber immer noch zu grob. Das schneide ich... Oh, Alter, was wackelt das hier? Das schneide ich immer noch ein bisschen weiter runter. Ich will das super, super fein haben. Meine Zwiebel kann man ja hier sehen, wie fein das geschnitten ist. So muss das halt auch sein. Alles andere ist echt mir viel zu viel. So, das sieht schon ganz gut aus. Das tun wir jetzt alles in meine Glasschale, die hier eben schon stand. So, auch die Tomate wieder waschen, klein schneiden. Mal gucken, wie klein das werden muss. Klein. Ja, so finde ich das schon ganz gut. Schon fast ein bisschen zu groß. Aber das ist okay. So, davon mache ich mal zwei Stück, glaube ich. So, eins. 2, 3. Das Messer muss natürlich ultrascharf sein, damit das überhaupt geht, um so runterzuschneiden. Vielleicht mache ich demnächst mal ein Video, wo ich euch zeige, wie ich mein Messer scharf halte. Und ihr zeigt mir dann mal, was ihr macht, damit mein Brett nicht so klappert. So, so dann kommt jetzt meine Avocado. Wie immer. Ich habe an der Lotterie teilgenommen für Avocados. Mal gucken, wie gut sie ist. Ich ahne Teuflisches. Das sieht am Messer schon irgendwie so ein bisschen irr aus. Dann drehen wir die mal auf und gucken. Nein, es sieht richtig gut aus. Bin begeistert. Die nehme ich jetzt mit dem Löffel da raus. So. Die ist noch ein bisschen fest, das ist aber ganz gut. Das kommt uns gleich so ein bisschen zur Hilfe, weil wir wollen die ja auch in kleine Würfel schneiden. So, meine halbe Avocado habe ich jetzt hier runtergeschnitten. Ein Teil habe ich schon in meiner Schüssel, das tue ich jetzt mit dazu. Jetzt könnt ihr so in etwa die Größe von meinen Würfeln sehen. Wir sind nicht so ganz gleichmäßig geworden heute, aber das ist schon okay. So, jetzt nehme ich mir einfach so ein bisschen Limette. Mach die da jetzt so ein bisschen drüber. Das meiste spritzt in meine Hand, aber nicht dahin, wo es hin soll. Hätte ich mal vorher so ein bisschen kneten sollen, das gute Stück. Egal. So, dann tun wir da ein bisschen Pfeffersalz drauf. Pfeffer. Ein bisschen Salz. Und dann rühren wir das Ganze mal ein bisschen um.
Das ist jetzt nicht so mega viel. Ich bin ja auch ein Ein-Mann-Haushalt. Also kann man natürlich auch viel, viel mehr von machen und kommt mit Sicherheit auch auf Brot und da kann man mit Sicherheit das auf Pringle Chips, kommt mit Sicherheit auch super geil. So, das packen wir jetzt erstmal zur Seite. Man kann das so ein bisschen durchziehen. Jetzt geht das hier mit meiner Kartoffel los. Diese Kartoffel, die ist eine Süßkartoffel, die werde ich jetzt einmal schälen. Voilà, fertig. Ich mache das immer mit meinem ganz normalen Sparschäler. Das ergibt dann so eine langen Teile. Das geht super schnell. Wir wollen ja jetzt so Würfel produzieren. Das heißt, ich habe mir die jetzt halbiert. Habe jetzt hier schon mal so ein bisschen was weggeschnitten. Dann gibt es hier unten so eine Standfläche. Und dann kann man das wunderschön auf diese Standfläche packen und schön mit dem Messer runterschneiden. Und wenn das nachher irgendwie kipplig wird, kein Problem, dann drehe ich das auf die größere Standfläche und dann kann ich dementsprechend weiter runterschneiden. So, Frank war ein bisschen fleißig. Ich habe das, was ich euch hier eben gezeigt habe, klein geschnitten. Ein Teil habe ich noch. Das werde ich auch noch irgendwie klein schneiden gleich. Und dann kommt als nächstes jetzt eine Zwiebel an die Reihe. Okay, ich habe dann jetzt anderthalb rote Zwiebeln. Das ist die eine Hälfte von der roten Zwiebel, die ich eben noch hatte, gepellt. Die schneide ich jetzt halt so ein Stück runter. Hier haben wir die anderthalb Zwiebel. Hier ist der Rest von meiner frischen Chili. Die schneide ich jetzt auch noch runter. Mach die natürlich wieder so super kleine Stückchen draus, wie eben auch, weil ich halt diese Chili-Lappen auf der Zunge hasse wie die Pest. Und deshalb muss das halt schön klein geschnitten werden. Um dem Ganzen noch ein bisschen Geschmack zu verpassen, haben wir noch ein schönes Stückchen Bacon hier parat. Das schneide ich halt jetzt auch noch mal in kleine Stücke. Den Bacon habe ich jetzt klein geschnitten. Jetzt ist mein Teppanyaki-Feld ist heiß. Wir können das natürlich auch alles in einer Pfanne machen. Ist auch gar kein Problem. Die Pfanne brauche ich gleich für eine zweite Variante, die ich gleich auch noch gerne machen möchte. Ein bisschen Öl. Ich benutze wieder wie immer mein Reisöl. Das hat sich bewährt. Das benutze ich schon seit wirklich sehr langer Zeit. Das ist ein Öl, was halt schön heiß wird. Heißer als andere Öle und halt nicht verbrennt. Jedenfalls nicht so schnell. Und geschmacksneutral ist. So, den Bacon, den braten wir jetzt ein bisschen an. Den Geschmack wollen wir ja gerne haben. Das sieht aber schon ganz gut aus. Dann können wir nämlich jetzt anfangen und können unsere Süßkartoffel dazu tun. Wie viel will ich denn haben? Ach, das ist schon ganz gut. So, die braten wir jetzt auch schön an. Es sind jetzt 3, 4, 5 Minuten vergangen. Ich habe nicht ganz so auf die Uhr geguckt. Ich tue jetzt meine Zwiebel damit zu. Und jetzt muss das Ganze nochmal so 4, 5 Minuten vor sich hin braten. So, für meine zweite Variante ein Ei in eine Tasse. Man muss nur kreativ sein. Ich habe jetzt eine zweite Kamera mir hier installiert. Damit kann man jetzt wunderbar die Pfanne sehen, die hier steht. Ihr könnt die jetzt gerade richtig sehen. Die habe ich jetzt hier auf den Herd gestellt und habe die auf Stufe 2 stehen. Da tue ich jetzt mein eben mit Milch, Salz und Pfeffer verquirltes Ei gelogen. Das mache ich jetzt erst.
Hälfte kommt da jetzt hinein und damit mache ich jetzt ein Omelett. Mein Omelett ist da noch am Werden, aber trotzdem können wir ja hier mal ein bisschen salzen und pfeffern. Ein bisschen Pfeffer und Salz hier jetzt auch noch auf mein Omelett. Das sieht schon richtig geil aus. Super. Klasse. Angeklebt ist es auch nicht. Das ist gleich fertig. Das sieht doch alles genial aus. Das habe ich eben schon mal probiert. Das schmeckt super gut. Ich tue jetzt mal mein Omelett hier drauf. Zap, zap. Und dann tue ich in mein Omelett hier ein bisschen was von unseren Süßkartoffeln. Das sieht so gut aus. Und das sieht nicht nur gut aus, das schmeckt auch super. Dann klappen wir das mal zu. Natürlich haben wir es kaputt gemacht. Mist. Das gibt kein schönes Foto. Genial. So. Et voilà. Die erste Variante mit einem Omelett innen drin. Unsere Süßkartoffel, ein bisschen Gurke, ein bisschen Tomate noch dabei. Hier ein bisschen was von meiner Salsa und ein bisschen krause Petersilie. Sieht doch geil aus, oder? Ich finde, das sieht richtig geil aus und das schmeckt. Zweite Variante. Zwei Eier. Na komm. Das will ich nicht. Ein bisschen Milch. Das Ganze aufschlagen natürlich. So einfach nach und nach. Das sieht doch jetzt auch schon genial aus. Schön nicht zu trocken. Ich hole meinen zweiten Teller und dann können wir das auch schon auf den Teller packen. Mmh. So, das ist meine zweite Variante. Habt ihr ja eben gesehen, schön Rührei rein, schön alles vermengt, leicht angebraten, nicht zu trocken werden lassen. Hier schön Salsa, hier haben wir schön ein bisschen krause Petersilie, noch ein bisschen Tomate hier vorne. Super geiles Essen. Meine Küche sieht wieder aus wie ein Schlachtfeld, aber es hat Spaß gemacht, für euch wieder ein neues Rezept zu zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die beiden Varianten. Ich finde, beide Varianten sind obergenial und diese Süßkartoffel zu einer Bratkartoffel zu machen, ist einfach nur genial. Sollte dir mein Video gefallen haben, gib mir einen Daumen nach oben, abonniere mich super, super gerne. Ich freue mich echt darüber, es bringt mich weiter nach vorne. Der Algorithmus reagiert halt nur darüber. Gib mir eine Glocke, das wäre auch toll, dann verpasst du kein Video von mir wieder. Dann sehen wir uns nächstes Wochenende wieder. Ich sage tschüss und es wünscht euch noch einen schönen Sonntag. Der Frank von footblockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.